Governments from every continent will join hands and team up with global health organizations and other experienced partners. The partners are many. The goal is one: to defeat this virus. The pandemic is affecting every single country in the world. It has brought heartache and heartbreak, pain and suffering to millions of people. It has put enormous strain. Gesundheitssysteme und Wohlfahrtssysteme weltweit unter enormen Druck gesetzt. Sie hat in vielen Teilen der Welt das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht und uns von unseren Familien, Freunden und den Dingen, die wir lieben, ferngehalten. Sie hat unsere Wirtschaft schwer getroffen und Arbeitsplätze, Existenzen und Unternehmen aufs Spiel gesetzt. Aber sie hat auch das Beste im Menschen hervorgebracht. Unsere modernen Helden sind nun das Gesundheitspersonal. Kleine Gesten der Solidarität, Liebe und Freundlichkeit verbreiten sich auf der ganzen Welt. Und dieses Virus hat uns daran erinnert, dass wir uns gegenseitig schützen müssen, wenn wir uns selbst schützen möchten. Wir werden lernen müssen, mit dem Virus zu leben, bis wir einen Impfstoff entwickeln. Deshalb müssen wir gemeinsam vorgehen und unsere Finanzmittel bündeln und unsere Köpfe zusammenstecken, um die Arbeit zu Impfstoffen, Diagnostika und Medikamenten anzukurbeln. Wir müssen sie an allen Ecken und Enden der Welt entwickeln, herstellen und bereitstellen. Und wir müssen sicherstellen, dass sie für alle verfügbar und erschwinglich sind. Deswegen müssen wir alle einspringen und dieses wahrhaft globale Bestreben finanzieren. Unser erstes Ziel ist es, eine Anfangssumme von 7,5 Milliarden Euro einzuwerben oder 8 Milliarden Dollar. Dieses Finanzvolumen benötigen wir direkt, um die Arbeit zu Impfstoffen, Diagnostika und Medikamenten hochzufahren. Aber es wird noch mehr nötig sein. Heute ist nur der Start eines globalen Gebermarathons. Das zweite Ziel ist es, alle globalen Gesundheitsakteure, die an der Bekämpfung der Pandemie arbeiten, unter ein und demselben Dach zu versammeln. Gemeinsam bieten wir der Welt einen Rahmen für die globale Zusammenarbeit zu Impfstoffen, Diagnostika und Medikamenten. Ich bin allen Regierungen, die sich uns anschließen und Zusagen machen, äußerst dankbar. Insbesondere dem G20-Vorsitz Saudi-Arabien für seine unermüdliche Arbeit, um diese Angelegenheit hoch auf die G20-Agenda zu setzen und Kontakte zu knüpfen, damit die heutige Veranstaltung ein Erfolg wird. Ich bin auch den anderen Ländern dankbar, die gemeinsam mit der EU Co-Leader sind. Danke Frankreich, Deutschland, Japan, Norwegen, Kanada, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Ich bin auch erfreut darüber, dass erfahrene globale Gesundheitsorganisationen und Stiftungen sich uns anschließen. Sie bringen wertvolles Wissen und Stärke. Und jetzt möchte ich Ihnen die Ressourcen bieten, die Sie benötigen. Jetzt möchte ich mit der Geberkonferenz anfangen. Und ich bin sehr froh darüber, den Anfang zu machen und den Beitrag der EU-Kommission anzukündigen. Die EU-Kommission stellt 1 Milliarde Euro für die Coronavirus-Krisenreaktion bereit.